Willkommen zu Hause zum heutigen Spiel. Bei dem Wetter wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Wohnung nicht zu verlassen. Es regnet in Strömen. Da schauen wir mal, wie die Spieler mit diesen Wassermassen auf dem Rasen zurechtkommen. Die heutige Begegnung: Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, die sind wirklich stark. Und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie die beste Chance. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Chandler. Seferovic. Den Ball hält er gut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er ihn. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Jetzt schießt er. Chandler. Hasebe. Reinhardt. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Geht er rein. Ein fantastisches Tor. Tolles Tor. Den platziert er direkt neben den Pfosten. Und da hat der Torwart keine Chance. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlitzt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Chandler. Abraham. Da wird er gestört. Tyson. Chandler. Groß. Gibt jetzt die Torchance. Und jetzt der Schuss. Das ist der Treffer. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht locker lässt und die zweite Chance verwertet. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Hasebe. Tyson. Hector. Denkt bitte gut und jetzt wird's gefährlich. Schokolade. Ein unfassbares Tor.
können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Hasebe. Und da macht er sein zweites Tor. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Chandler. Yannick Gerhardt. Leonardo Bittencourt. Anthony Modest. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eckstoß also. Gefährliche Flanke. Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Da verlieren sie den Ball. Da gibt er zu Recht Freistoß. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. So, da geht die Mauer noch ein Stück vor. Klasse! Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Anthony Modest. Leonardo Bittencourt. Er entscheidet auf Beistoß. Wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Und das können Sie sich natürlich gemeinsam mit uns anschauen. Vermeintlich klare Führung zur Pause steht 3:2.
Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Geht weiter jetzt mit dem zweiten Durchgang und weiter auch mit dem Sauwetter. Es regnet immer noch. Und jetzt ein Zweikampf. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Gute Aktion, den Ball nimmt der Logger auf. Seferovic. Die Flagge kommt gut rein. Das war einfach für den Verteidiger. Und Schipka. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Die Flanke hat er. Leonardo Bittencourt. Jetzt ist die Kugel weg. Tyson. Einwurf. Hector. Kuzmanovic. Und wie geht es für den? Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Sörensen. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Schäfer. Das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Nagasawa. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Und Schipka. Montero. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Hasebe. Der Ball kommt. Den Ball kann er mit dem Kopf klären. Sehr gut gespielt. Schießt er ihn rein. Gute Flanke. Komplett untergehen. Reinhardt. Chakwa. Leonardo Bittencourt. Abseits.
Jovic. Nagasawa. Wieder hat er sich angeboten und wieder hat er den Ball bekommen. Die Mitspieler merken eben auch, dass er heute richtig gut drauf ist. Montero. Und den Ball hat er sich geholt. Er zieht ab. Souverän gemacht vom Torwart. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. So, 4:1 steht es hier, kurz vor Spielende. Ziemlich klare Angelegenheit. Wer ist der nächste Gegner, Muschi? Der nächste Gegner von Eintracht Frankfurt heißt... Er versucht! Klasse aufgepasst vom Torwart. Chakba. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Guter Versuch, aber der Pass kommt nicht an. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Tyson. Medojevic. Chandler. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Abraham. Montero. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Sie setzen sich hier souverän durch. Mit 4:1 endet dieses Spiel. Eine einseitige Partie heute, fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so. Sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel.